Interview mit Rock Bottom, YouTube-Kanal und Radiosendung. Markus Großkopf, Bassist von Helloween, genau. Gründungsmitglied, von Anfang an dabei, jeder Platte. So macht man das. Ihr bringt ja jetzt bald am 4. Oktober eine neue Live-DVD, Blu-ray und ein Album raus. United Alive als DVD, Blu-ray und United Alive in Madrid CD-Set. Das ist eine tolle Sache. Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass ihr das alles mitgefilmt habt von der Tour? Wie kam das überhaupt? Eigentlich war die erste Idee, die wir hatten, nicht unbedingt jetzt, also wir wollten ja eine Tournee machen. Ja. Das war die erste Idee und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal abwarten, wie das so funktioniert. Und hätte ja auch sein können, dass da die Fetzen so dermaßen fliegen, dass wir dann sagen, okay, dann haben wir eine schöne Tournee gemacht, haben es wenigstens versucht. Gott weiß, wir haben es versucht. Ja. Und dann geht jeder seine eigenen Wege. Hätte ja auch sein können. Wer weiß, wie es mit zwei Sängern und drei Gitarristen klappt. Es gab schon wegen weniger. Ja. Oder irgendwie Leute, die sich nicht verstanden haben, gab es Krach und hat nicht funktioniert. Aber dann haben wir gesagt, wenn es nicht klappen sollte, haben wir es dann wenigstens probiert und so. Und naja, es lief wunderbar, die Harmonie war wunderbar, das war perfekt. Die beiden Sänger haben sich ineinander festgebissen, die konnten gar nicht mehr voneinander lassen sozusagen. Das war eigentlich mit die Grundvoraussetzung. Mit Guy haben wir ja schon öfter mal gespielt im Laufe dieser Hellish Rock Touren, die wir mit ihm gemacht haben vorher mit Gamma Ray Helloween. Da war er ja immer mal auf der Bühne. So kannte man das mit Guy um sich herum, war ja irgendwie schon fast ein bisschen was Normales mit der Zeit geworden. Ja, ja. Und war ja auch irgendwie, als wenn er dazugehört und dann ihn wieder in der Band mit Michi, war ja auch so ein Bindepunkt für Michi, der dann kam für die Tournee und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns verstanden, es ging los, es hat alles wunderbar funktioniert. Dann haben wir gedacht, okay, dann können wir auch mal versuchen, einen Song zu machen, Platte zu machen. Ne? Ja, das ist auch da, gut. Dazu haben wir uns dann entschlossen, weil es war einfach zu interessant auch jetzt, diese beiden neuen Leute. Wenn wir jetzt schreiben, wird es nochmal eine große Herausforderung, ein großes Abenteuer, weil wir haben das lange, lange nicht mehr zusammen gemacht, in dieser Form mit den beiden neuen Leuten, neuen alten Leuten. Ja, genau. Und das kann schon eine Menge Spaß machen. Da gibt es auch Blut und Tränen sicherlich. Wie immer bei Habt ihr schon Stücke geschrieben? Wir haben schon welche gemacht, ja. Allerdings sind wir erst in dem Prozess, wo wir alle zu Hause erstmal was machen, bevor wir uns dann treffen und das zusammenfügen, alle zusammen. Ne? Erstmal muss ja irgendwie so ein bisschen Grundstock her, da gibt es schon eine Menge. Und das kloppen wir jetzt irgendwie, ja, eigentlich wollten wir ja September loslegen, jetzt machen wir 5 Wochen später, weil uns die Südamerika-Tournee dazwischen gekommen ist. Und die ziehen wir jetzt noch durch und dann fangen wir Oktober, November, Dezember an aufzunehmen. Ne? Mhm. Und da werden die Stücke endgültig zusammengeklöppelt von uns allen. Ja, da stelle ich mir vor, wir sind jetzt 7 Leute, ich meine sehr viele Songschreiber, du schreibst gelegentlich Songs, die André Deres, Michael Weikart, Hansen sowieso, sehr viele. Ja. Es ist schwer, bei so viel Kreativität dann überhaupt wird man jetzt sehen. Ein Album zu bauen. Das wird man jetzt sehen. Das war so wie, jeder hat jetzt seine Ideen mal vorgespielt und da waren schon Sachen, okay, da können wir mal dran arbeiten und die werden jetzt ein bisschen verfeinert. Und im Studio haben wir immer alles abgemiked. Schlagzeuge sind immer da. Amps sind immer da. Wenn wir Ideen haben, spielen wir und verbessern wir und da werden wir dann 2 Monate nur an den Pfeilen stücken und wenn es gut ist, nehmen wir gleich was auf. Ne? Mhm. Oh. Das werden wir sehen. Das werden wir selbst noch nicht. Das wissen wir im Moment selbst noch nicht. Das gucken wir aber. Und das ist auf Teneriffa oder in den Überlegungen? Nee, das ist in Hamburg. Das sind ja alles das in Hamburg. Okay, das in Hamburg. Das machen wir im Chateau, also das ex-damalige Chateau de Pape. Da haben wir auch irgendwie. Welche Platten haben wir da aufgenommen? Masters of the Rings zum Beispiel oder Chameleon. Pink Bubbles nicht. Chameleon haben wir da, glaube ich. Naja. Und auf alle Fälle die Masters of the Rings haben wir da aufgenommen. Auch mit. Und da gehen wir jetzt wieder rein. Mhm. Das heißt allerdings jetzt Home Studio, ne? Ja, ne, ist da. Also Home Studio. House, okay. House of Music and Entertainment oder Home. Das passt gut, ja. Und jetzt Michael Kiss und Andy Deres haben sich ja einige Stücke auch geteilt, wie sonst eben ja von einem Sänger gesungen wird, das gut geklappt irgendwie. Ich finde, die Songs haben durch eine neue Ausstrahlungskraft, weil es 2 Sänger sind. Haben die Fans das live auch so aufgenommen? Ja. Ist es gut angekommen? Also das war jetzt ein großer Teil von dem Erfolg, warum es überhaupt geklappt hat, dass die beiden Sänger so gut wie eins waren, so, ne? Ja, teilweise. Ja. Wenn sie zusammen waren, waren ja nicht immer zusammen, aber
dieses Zusammenspiel, wenn sie zusammen waren, die Harmonien, die sie zusammen gemacht haben, also es hat wunderbar funktioniert. Und auch, weil sie beide sich wunderbar irgendwie aufeinander eingespielt haben, so, ne? Und also ich fand's großartig, das war auch für mich eine ganz geile Sache. Und das war eigentlich so mit der Hauptimpulsgeber, warum es eigentlich geklappt hat. So, Hansen fühlt sich, kann sich gut einfügen, der ist immer da so, ne? Klar. Aber so diese Frontgeschichte war natürlich herrlich, dass sie so wunderbar funktioniert. Ja, das ist richtig. Und wie ist es jetzt mit den drei Gitarristen? Könnt ihr da jetzt musikalisch mehr machen als jetzt mit zwei Gitarristen oder ist das so das Gleiche? Ja, nö, die können auf alle Fälle sich Harmonien ausdenken, wo noch... Die vorher nicht möglich waren, oder? Ja, ja. Naja, vermutlich, ganz genau. Mhm. Und wie ist die Tour insgesamt gelaufen? Wie haben die Fans euch da angenommen? Das, was man so auf der DVD sieht, das ist ja wirklich begeistert. Die gehen ja volle Kante mit. Das ist einfach eine Energie, die dir da entgegenkommt. Das war manchmal auch schon beängstigend so. Ne? Ja, aber das ja, nur so kriegst du dann ja auch die Kraft, irgendwie das wiederzugeben. Ne? Live ist es ja in der Sekunde passiert. Da kommt und dann kannst du auch, je mehr da kommt, desto mehr kannst du auch geben. So, ne? Das merkst du sofort in dieser Sekunde. Ja. Du wirst manchmal so überwältigt. Du stand ich mit Michi da manchmal und dann könntest du sagen, uns angeguckt, das gibt es doch gar nicht. So unglaublich. Ja, nee, die peitschen dich zu Hochleistungen. So, ne? Ist klar. Und, das ist unglaublich. Als ihr vorher auf Tour wart, also jetzt noch mit dem Andy Deris alleine, waren die Hallen auch so groß? Die Hallen waren kleiner. Kleiner. Das heißt, wir haben so zwischen 1.000 und 2.000er gemacht. Ne? Und jetzt sind das um die 10.000 oder so? Ja, das teilweise sein? Haben wir 17.000 irgendwo in Südamerika oder so teilweise. Ne? Und oder zweimal am Abend, dreimal am Abend 8.000 cool. oder so. Ne? Und hier machen wir dann auch größere Hallen. Sporthalle sind 6, 7 drin. So, ne? Ja, das ist... Das ist schon eine Ecke... Nee, das ist richtig. Das ist ja eine tolle Sache, dass es so erfolgreich nicht, war. Warum nicht? Ich wehre mich da jetzt nicht gegen. Die Setlist waren primär Songs aus den beiden Keeper-Scheiben. Also ist es jetzt schwer für euch gewesen, so die anderen Songs da rauszunehmen? Also war das so eine harte Entscheidung? Kannst du so nicht sagen, primär Songs von den Keeper-Scheiben, weil wenn du das beobachtet hast, wir haben ja, gut dadurch, dass sie so lang waren, aber wir müssen mit zwei Sängern natürlich darauf achten, die haben ja nicht immer zusammen gesungen. Und immer wenn sie ihre Einzelsongs haben, kannst du nicht sagen, Kiske singt jetzt ein Dreiviertel von der Show, weil es nur Keeper-Sachen sind und Andi singt dann ein Viertel nur seines Songs sozusagen. Nee. Aber wir haben schon gesehen, dass es ausgewogen ist, dass jeder ungefähr gleich singt und gleich viele Songs hat und so. Ne? Naja. Von daher, gut, die Lang haben sich immer schön geteilt, paar andere auch. Und dann nebenbei musst du immer sehen, dass der eine Sänger nicht zu viel singt und der andere zu wenig. Das muss immer ausgewogen bleiben. Das wird in der Zukunft genau dieselbe Herausforderung bleiben. Ne? Ja, das glaube ich auch gerne. Schön fand ich auch, tolle Idee, dass ihr den ja verstorbenen Drummer, den Ingo Schwichtenberg, noch eingebunden habt mit so einer Videoprojektion, so ein Drum-Battle. Ja, wie ist das eigentlich, wenn die Idee haben, dazu gehabt und wie ist das angekommen bei den Fans? Wir haben überlegt, wenn wir das schon machen, wie wir ihn damit einbeziehen können. Und das hat Dani ganz, ganz geil zusammengeschnitten und aufgemöbelt, dieses Thema, indem er diese ganzen Sachen geschnitten hat auch und dazu geübt hat wie ein Tier, dass das auch irgendwie zusammenläuft und so, ne? Weil teilweise spielen sie auch parallel zusammen und so, ne? Und die alten Sounds, die wir da hatten auf Band, die hat er auch noch ein bisschen aufgefetzt und das musste ja alles irgendwie hergerichtet werden. Das sind tatsächlich alte Videotapes gewesen und hab die mal 25 Jahre lang im Keller. Ja. Dann weißt du, wie die aussehen, ne? Da musste man nochmal echt Hand anlegen, ne? Aber das war so der emotionalste Moment der Show. Ich habe ein paar Leute getroffen, seine Schwester, sein Bruder, die haben auch natürlich Tränen in den Augen gehabt. Ja, ging mir ähnlich. Und mit Hasche habe ich mal backstage gestanden, weißt du, Hasche von der Rockfabrik, ein Ex-Ranten, den rannten mit mir auch zusammen nochmal so ein paar Krokodilstränen runter, weil wir sind damals natürlich zusammen um die Reeperbahn gedackelt und so, als die noch in Hamburg tätig waren, hier mit Hasche und Ingo und all den ganzen Leuten. Ja, das ist schon die ein oder andere dicke Krokodilsträne runtergetrudelt. Ja, so, ne? Ja, ja. Ich habe dann auch angefangen, mir dann so zum Ritual gemacht, immer wenn die Kassette reingeschoben wurde und Ingo kam, habe ich mein erstes Bier aufgemacht. Mit meinem eigenen Kumpel Ingo noch ein schönes Schlückchen Bierchen nehmen. Ja, das war eine schöne Idee. Ja, und das letzte, fand ich auch. Letzte Konzert der Tour, das war im Dezember hier in Hamburg, das letzte Konzert da im Welttunnel. Ist es was Besonderes gewesen, eine Heimatstadt zu spielen? Definitiv. Oder ist das so noch? Oder definitiv, weil die uns auch, weil die uns ja auch so herzlich aufgenommen haben und so. Und das war natürlich auch mal wieder sehr emotional, so, weil ich wohne ja irgendwo auch in Hamburg und das bewegt einen natürlich besonders auch irgendwie so, ne, dass man hier so herzlich aufgenommen wird und die einen so dankbar umjubeln. Ne.
das ist nochmal eine Schippe Emotion obendrauf. Nee, das denke ich auf jeden Fall. Und wie gesagt, ist aufgenommen worden, die Blu-ray in Wacken, Madrid und Sao Paulo. Genau. Warum habt ihr die Städte ausgewählt? Sind das die Städte, wo die meisten beste Feedback kommt? Ich kann es dir eigentlich gar nicht sagen, ob da technische Dinge mit reingespielt haben oder was weiß ich. Habe ich jetzt gar nicht gefragt. Ich wusste nur, da wird aufgenommen. Und der Tag, wo aufgenommen wird, ist ja immer so, du bist natürlich irgendwie anders drauf, als wenn du weißt, dass du jede Sekunde eine Kamera an der Fresse hast. Als wenn eine normale Show spielt. Eine normale Show ist eigentlich schon aufregend genug. Ja, klar. Da heißt es, jetzt heute musst du aber mal besonders. Und dann denkst du, Aber so, das ist schon irgendwie. Und warum das nun an den Tagen gemacht wird? Ich meine, Wacken ist klar, da wollten wir immer schon mal irgendwie was haben. Das ist natürlich auch cool, dich Wacken irgendwo mit drin zu haben. Das ist mal klar. Ja, das fand ich auch gut, dass sie den Michael Lang oder was von Woodstock eingeladen haben. Was mitgekriegt? Nee, habe ich den, nicht. Den Veranstalter von Woodstock. Aber was habe ich jetzt gelesen? Fand ich sehr interessant. So, wenn man die Woodstock-Story kennt und so, und dann haben sie den mal eingeladen zu Wacken. Den damaligen Veranstalter von Woodstock und so. Fand ich ganz herzerreißend. Das ist auch eine tolle Idee da gewesen. Und ja, es ist ja, ihr habt ja auch viel Bonusmaterial. Ich habe so ein bisschen schon gesehen, wie ist es in Bonusmaterial gekommen. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen vorstellen. Was findet man so an Bonusmaterial auf der DVD? Ach, wir haben viel Gequatsche, viel Dummtüch irgendwie, wo wir sind. Unser Dummschnack ist da überall mit drauf und so. Ne? Ja. Dann zwischen hier was, zwischen da was in den Ecken, in den Seiten, in den. Da findest du immer noch irgendwelchen Nonsens, den wir sonst noch so verzapfen oder was, ne? Fand ich auch ganz sympathisch. Jeder stellt den anderen mal so ein bisschen vor und das ist jetzt der Walki und das ist der Kai Hansen. Ist immer schwer zu sagen auf die Schnelle, was man so irgendwie, ist nicht einfach so. Aber wir haben dann uns mal einen Tag genommen und haben da irgendwie was draufgenommen und dann haben wir da ein bisschen rumgegurkt. Und als ihr das jetzt gestartet habt, dauerte das eine ganze Zeit, bis ihr eine Einheit geworden seid oder hatte das jetzt ein paar Wochen gedauert? Also, viele kannten sich da vielleicht auch, oder manche, der Michael Kiske, der kannte den Andi Dirres, glaube ich, gar nicht. Nee, die haben sich gar nicht, also die haben sich, ich weiß nicht, ob die sich mal gesehen haben beim Festival, Hallöchen, und im Vorfeld haben wir uns schon mal getroffen, die haben sich auch vorher schon mal gesehen, dann, als es klar war, ist er mal auf die Insel, glaube ich, irgendwie 2 Wochen gedüst und haben wieder Krabben gefuttert und so was. Das ist gut. Ja. Oder Garnelen genascht und alles und geschnackt und hier und da sich schon mal angenähert. Hat wunderbar geklappt, so, ne? Muss ich sagen. Spaß gemacht. Und wir haben relativ viel geprobt, weil wir auch checken mussten, welche Harmonien, wo, wer singt und besonders dann eine dritte Gitarre. Kai kannte viele der Songs auch gar nicht. Das musste man auch erstmal raussuchen, was er nun macht, Rhythmus oder noch eine Harmonie oder Soli hier oder da oder was weiß ich. Das hat recht lange gedauert, muss ich sagen. Das war recht kopfzerreißend. Deswegen haben wir immer so 10 Tage, 2 Wochen gemacht. Dann haben wir mal 10 Tage Pause gemacht. Und das Ganze haben wir 5-mal gemacht. Ich glaube, wir hatten so 4, 5, 10 Tage bis 2 Wochen Blöcke mit jeweils eine Woche bis 10 Tage Pause zwischendrin. Sonst wären wir durchgetreten, weil diese ganzen Harmonien, da musst du mal. Und so haben wir relativ viel doch dann daran rumgearbeitet, relativ weit vorher. Und waren dann, als es das erste Mal auf der Bühne ging, natürlich schon einigermaßen sicher. Ich meine, da brauchten wir ein paar Gigs natürlich noch, aber es hat dann relativ schnell funktioniert. Dadurch, dass wir viel geprobt haben. Ne? Ja, das ist auch gut, das merkt man an, das ist eine wirklich eine runde Sache, das stimmt auch alles. Und man merkt euch das auch an, das bringt euch da Spaß und ihr seid da gut drauf, irgendwie lachend und freundlich. Das macht super Spaß. Das denke ich auch. Und das ist echt krass. Deswegen freue ich mich auch drauf, das jetzt weiterzumachen. Ne? Nee, das hoffe ich auch, dass es jetzt weitergeht. Und so ist schon irgendwie, weiß man, wann die Platte kommt. Ja, die so soll. Im Sommer nächsten Jahres vielleicht. Oktober, November, Dezember nehmen wir auf, Januar, Februar mischen. April, so erstes Drittel irgendwie nächstes Jahr kommt ja, die dann ganz genau, Sommer raus und Herbst auf Tour oder so. Ja, aber ungefähr. Die hat die Scheibe noch nicht. Nee, so weit sind wir noch nicht. Wir haben erstmal zu Hause irgendwie alle individuell unsere Sachen gesammelt, Ideen, Songs, teilweise fertige Sachen, teilweise nur Gerüste oder Refrains oder ein paar Teile. Und damit gehen wir dann irgendwann ins Studio.
bauen da unser Schlagzeug auf, unsere Gitarren und lassen das dann für 2 Monate da stehen. Und immer wenn wir meinen, wir müssen was ausarbeiten, können wir dich direkt hinsetzen und gegebenenfalls kurz proben und dann gleich aufnehmen. Mal sehen, was passiert so. Ne? Das wird in Hamburg passieren, in den Home Studios. Und die ehemals Chateau de Pape Studios, wo wir dann auch die Masters schon aufgenommen haben. Achso, habe ich schon. Das wird bestimmt ein Doppelalbum bei so vielen kreativen. Ja, wollten wir nicht machen. Wollten wir nicht. Ganz normales Album. Ja, das denke ich auch. Das ist, ja, es gibt ja viele Bands im Grunde, die ja von euch inspiriert waren. Ihr wart ja einer der erste, sag ich mal, Power Metal Bands. Ich mal, es gab kaum andere Bands, die diesen ähnlichen Stil hatten. Vielleicht damals noch, wie hießen sie, Pretty Maids, die klangen vielleicht ein bisschen ähnlich, waren eigenständig. Und dann kamen ja viele andere Bands, Freedom Call, Rhapsody, Stratovarius, bisschen Hammerfall, Blind Guardian, die so euch als Inspiration hatten. Ist es für euch eine Ehre gewesen oder ist das eher so, Mensch, müssen die das jetzt auch noch nachhelfen? Ja, warum nicht? Ich meine, viele von denen haben ja auch ihren Weg gefunden mussten ja dann irgendwann eigenständig werden oder so. Ja, ich meine, Rhapsody oder was weiß ich. Stratovarius, die klingen ja auch nicht mehr so nach Halloween oder so. Ne? Die mussten natürlich auch irgendwann zusehen, dass sie ihren eigenen Kuchen backen. So, ne? Aber warum nicht? Ist doch nett. Nee, ist richtig, das ist gut und ja, ihr hattet ja auch alle andere Bands, ich meine, du hast mal Bass Invaders gemacht, Kick Hunter, Unisonic gab es, Gamma Ray natürlich und manche andere Sachen. Wie ist es mit diesen Nebenprojekten, verfolgt ihr die jetzt noch während Halloween oder ist ja, das? Ja, eben irgendwie so, also gerade sind wir natürlich extrem dabei, Halloween wieder zu machen, weil uns das nimmt dich voll ein irgendwie. Ja, genau. Ich glaube nicht, du kannst im Nebenbei nicht noch was anderes machen. Nee. Muss jemand mal gucken irgendwie. Also jetzt erstmal das und damit haben wir, wenn wir uns mit Halloween an den Tisch setzen und irgendwie Pläne schmieden, dann sind die auch gleich immer 2 Jahre weg. Auf dem Tour und zack, sind 2,5 Jahre futsch. Da ist dann fast gar keine Zeit, irgendwas anderes zu machen. Nee, das ist richtig. Ja, das denke ich auch. Nee, das ist eine schöne Sache und ja, gibt es noch was zu sagen, was da noch irgendwie ungesagt ist zur neuen DVD, Blu-ray, was da noch wichtig ist? Was gibt's denn da noch so? Weiß ich nicht. Also, naja, ich habe, wie gesagt, das wird eine ganz geile Sache. Ich habe sie selber mal gesehen. Alles habe ich auch noch nicht gesehen. Also, ich habe immer die Musik gesehen, habe ich die anderen Parts gesehen. Das ganze zusammengeschnittene Teil habe ich selber noch gar nicht gesehen. Nee. Das muss, da bist du mir sogar rein voraus. Das fand ich auch gut, dass es so verschieden ist. Es ist eben zum Beispiel jetzt, das kommt Wacken, dann Sao Paulo, dann Madrid. Ja. Das ist so abwechselnd. Mhm. Das ist aber trotzdem mit guten Übergängen und das ist so ein Eierrutsch. Ja, genau. Aber man kriegt so verschiedene Impressionen. Genau so, dass das der fertige ist. Da bin ich selber gespannt drauf. Ne? Ich habe die einzelnen Sachen zwar schon gesehen, aber noch nicht im zusammen fertigen Schnitt. So. Nee, ist richtig. Aber da freue ich mich schon selber drauf. Ja, der Markus, dann hoffen wir, dass das Ganze noch weitergeht, schön lange mit Halloween weitergeht. Ja, da haben wir noch eine Dekade, oder? Ja, genau, es sind noch junge Leute. Oder? Und ja, genau, dann hoffen wir, dass es weitergeht, ja, so erfolgreich mit den Pumpkins United. Ja, das. Und ja, dann vielen Dank für das Interview, keep on rockin'. Jo, ich sag danke. Und tschüss.